Und ich begrüße euch herzlich zur zweiten Endzeitkonferenz Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Mein Thema heute Abend lautet Wetterleuchten der Apokalypse. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, die Menschheit wähnt sich in Sicherheit, aber ständig brechen weitere Katastrophen auf. Wir haben in Deutschland jetzt eine Flutkatastrophe bisher ungeahnten Ausmaßes erlebt. Ihr habt sicherlich auch hier davon gehört. Menschen haben innerhalb von Minuten ihre Häuser, ihren Besitz verloren und man war nicht darauf vorbereitet. Man hat mit so etwas nicht gerechnet. Man erlebt Klimaschwankungen, wie auch immer, es ist ja umstritten, aber trotzdem extreme Klimazustände, wie ich es auch in meiner Kindheit nicht erlebt habe. Man erlebt Pandemien, zumindest auch offiziell wird so gesagt. Das ist alles, wie ihr schon merkt, ein bisschen ein schwieriges Thema. Manche sagen auch Plandemien, jedenfalls mit Einschränkungen des Lebens, die auch in meinem über 60-jährigen Dasein bisher nicht erlebt habe. Wir erleben auch Teuerungen bezüglich etwa der Rohstoffe. Die Holzpreise in Deutschland sind astronomisch hochgeschnellt. Wir erleben das, weil wir auch gerade einen Bau haben. Und wir merken auch, wie die Rohstoffe sich verteuern, auch Kupferdrähte und Ähnliches. Wir erleben aber auch auf geistigem Gebiet eine zunehmende Islamisierung weltweit und auch in Europa und zunehmende Christenverfolgung. Und was vielleicht am traurigsten ist, wir erleben auch einen Glaubensabfall im ehemals christlichen Abendland bis hinein in evangelikale Gemeinde und Seminare. Und ebenso schmerzlich ist jetzt ganz neu eben die Spaltung von Gemeinden wegen des unterschiedlichen Umgangs mit Corona-Maßnahmen. Von ganz extremen Corona-Ängstlichen bis hin zu extremen Corona-Leugnern gibt es also ein breites Spektrum und oft kommt man da nicht mehr zusammen. Das ist sehr traurig. Ich habe mal gesagt dazu, Jesus, Gott soll an erster Stelle stehen und nicht Corona. Das ist ganz entscheidend. Dankeschön. Liebe Geschwister, Krisen gab es schon immer. Es gab auch früher schon eine Pest, es gab Kriege, es gab Katastrophen, natürlich schon immer. Aber der Herr Jesus sagt, dass am Ende sich das alles zuspitzt. So etwa in der Endzeitrede. Wir treten ein ins Wetterleuchten der Apokalypse, die Enthüllung der letzten Dinge und Ereignisse vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun, ich habe überlegt, welchen Bibeltext ich zugrunde lege dieser Endzeitkonferenz. Und ich habe ja schon oft gepredigt über die Endzeitrede Jesu, auch über die Offenbarung. Die habe ich mit Gottes Hilfe auch Vers für Vers schon auslegen dürfen. Das möchte ich heute nicht wiederholen. Heute möchte ich einmal sprechen über die letzten Verse der hebräischen Bibel, des Alten Testaments. Und wisst ihr, welcher Prophet da ganz am Ende steht, im Übergang schon zum Neuen Testament? Der Prophet Malachi. Ja, und das wollen wir jetzt auch aufschlagen. Malachi Kapitel 3, die Verse 13 bis 24. Ich möchte zunächst mit uns lesen. Also ganz am Ende des Neuen Testaments, vor dem Matthäus-Evangelium. Malachi 3, ab Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient
und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Wetterleuchtende Apokalypse oder der Tag des Herrn kommt. So kann man das überschreiben. Nach dem Buch Maleachi kam es zu einem 400-jährigen Schweigen. Es war das letzte Wort Gottes im Alten Bund. Und dann kam er, der Messias, Jesus von Nazareth, als die Zeit erfüllt ward. Für die Zeit Jesu ist hier manches vorausgesagt, etwa das Kommen des Elia, der vorausgeht, dem Messias. Johannes der Täufer ist in dieser Funktion und Kraft aufgetreten. Aber auch am Ende wird vieles sich ereignen, was hier vorausgesagt ist. Etwa die zwei Zeugen, die auch von vielen Auslegern identifiziert werden mit praktisch, ja, wie soll man sagen, Propheten, die auftreten in der Macht des Mose und des Elia. Nun, es wollen wir Vers für Vers auch dieses Kapitel bzw. diese Verse betrachten. In Vers 3 haben wir gehört, in Vers 13, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Harte Worte gegen Gott ausgestoßen. Auch damals haben die Menschen schon geklagt, Gott angeklagt und Gott gelästert. Und heute ist auch die Gotteslästerung freigegeben. Die Menschen reden hart über Gott, böse über Gott, sie lehnen ihn ab, vor allem Jesus. Gott ja, aber warum Jesus, fragen dann manche noch. Und dann klagen sie über die Krisen, es kann ja kein Gott sein, wenn wir solche Krisen erleben. Und die einen klagen Gott an, aber die anderen, und das ist der richtige Weg, sie wenden sich Gott zu. Und so erleben wir auch jetzt immer wieder kleine Erweckungen, dass Menschen nachdenklich werden inmitten dieser endzeitlichen Krisen, von denen ich vorhin einige Beispiele nur genannt habe. Ich hätte auch die Gesetzlosigkeit nennen können, die ja in Maleachi hier sehr ausführlich erwähnt wird. Auch das eine große Not, dass heute die Gebote Gottes auf vielen Gebieten mit Füßen getreten werden, vom Anfang des menschlichen Lebens bis zum Ende und auch was Ehe und Familie angeht. Dann lesen wir weiter in Maleachi. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Es wird also noch hinten herum gegen Gott geredet. Die Menschen verbünden sich gegen Gott, sie machen Aufstände gegen ihn. Ein Komplott, sie wollen Gott vom Thron stürzen. Da gibt es einen Psalm, der das ganz besonders zum Ausdruck bringt. Wisst ihr, welcher Psalm das ist? Ziemlich am Anfang, ich gebe euch einen Tipp. Psalm 2, ja, da heißt es, ich lese jetzt nicht alles, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und sie sprechen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Er wird zu ihnen reden in seinem Zorn und sie strecken mit seinem Grimm und sagen, ich habe meinen König eingesetzt. Nämlich den Messias. Ja, das geht dann weiter im Psalm 2. Die Menschen verbünden sich gegen Gott. Wie machen sie das? Indem sie ihre eigenen
Philosophien, Religionen und Ideologien schaffen. Ideologie heißt ja Bilderdienst, Bilderlehre, Bilderkult. Und es gab Ideologien des Nationalsozialismus, des Kommunismus. Und was ist heute die mächtigste Ideologie, Weltanschauung? Der Genderismus. Dass man nicht mehr den Menschen so anerkennt, wie Gott ihn geschaffen hat, wie Gott uns geschaffen hat, sondern sagt, es gibt über 60 Geschlechter und man kann sich selber sein Geschlecht aussuchen, anstatt sich so anzunehmen, wie man biologisch und genetisch von Herrn erschaffen wurde. In Vers 14 und 15, in Psalm 73, auch daraus wollen wir etwas lesen, da ist auch eine Ähnlichkeit zu dem, was wir in Maleachi hören. Da steht in Psalm 73, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen. Nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Das ist aus Maleachi und im Psalm 73 ist auch diese Klage, warum geht es den Gottlosen so gut? Und wir müssen so viel leiden. Verspottung, Verfolgung, Krankheit, Not, ich fasse jetzt nur zusammen. Der ganze Psalm 73 ist praktisch ein Klageruf. Ja, den Gottlosen, denen geht es gut, die werden dick und fett und können andere ausbeuten und sie werden gar nicht immer zur Rechenschaft gezogen. Aber wir Gläubigen, wir werden oft bedrängt, verfolgt, verspottet. Dieser Klageruf, das erklingt auch hier bei Maleachi. Aber wenn wir den Psalm 73 ausführlicher betrachten, dann sehen wir, wenn wir es weiterlesen, ja, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab, auf das Ende der Gottlosen achtete. Und dann heißt es, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken, wie sind sie so plötzlich verwüstet worden. Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Und seht ihr, so dürfen wir uns nicht täuschen lassen von dem trügerischen Schein auf dieser Welt. Menschen, denen es äußerlich ja gut geht, auf die wartet ein Ende mit Schrecken, wenn sie in die ewige Verdammnis kommen bei Gott. Und auch auf Erden wird oft schon manches aufgedeckt, was Sünde ist. Und wie peinlich ist es dann für die Menschen, wenn sie entlarvt werden. Ich wollte mit ihnen nicht tauschen. Lieber ein einfaches Leben mit dem Herrn führen, als in Lug und Trug und Ausbeutung anderer leben und ein schreckliches Ende dann über sich ergehen lassen müssen. Die ewige Verdammnis. Nun kommen in Maleachi, wir gehen wieder zurück zu Maleachi 3, in den Versen 16 bis 18 einige sehr interessante Offenbarungen. Da heißt es, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, also jetzt nicht die Gottlosen, sondern die Gottesfürchtigen. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Was ist das für ein Gedenkbuch, das da geschrieben ist für die Gläubigen? Kommt es öfter vor in der Bibel, ein Buch, in dem die Gläubigen eingetragen sind? Also eine wichtige Stelle finden wir schon in 2. Mose 32. Bei dem Tanz um das goldene Kalb, als Mose von Gott die Offenbarungen empfangen hat, mit den Gesetzestafeln herunterkommt und dann das Volk in großer Sünde dahin tanzen sieht, muss man schon sagen, um dieses Götzenbild herum. Und da tut Mose etwas ja, ganz Erstaunliches, Erschütterndes, Bemerkenswertes. Ich lese mal aus 2. Mose 32, ab Vers 30. Es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Das ist ja furchtbar, ja. Er ist bereit, sein eigenes Heil hinzugeben für das Volk.
So tritt er als Priester ein, will stellvertretend büßen, aber er kann das nicht tun, er ist nicht der Messias. Er ist der größte oder einer der größten Propheten im Alten Bund, außer Elia und anderen. Was antwortet ihm deshalb der Herr? Der Herr sprach zu ihm: Ich will denjenigen aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Also nicht Mose, sondern denjenigen, der gegen ihn sündigt. Er kann das nicht hier tun, stellvertretend für das Volk. Das konnte nur Jesus Christus tun. Aber er hat uns durch sein Blut das ewige Leben erworben. Und das bekommt nur der, der den Herrn Jesus als Messias, als Sohn Gottes annimmt, als seinen Erlöser und Herrn. Es gibt also ein Buch, in dem die Erlösten drinstehen. Die aber, die gegen Gott sündigen, die können aus dem Buch getilgt werden. So lesen wir ja ganz deutlich. Gedenkbuch auch bei Maleachi. Manche sagen, das ist jetzt ein heißes Thema, will ich jetzt auch nicht hier diskutieren drüber. Manche sagen, dass man nicht vom Glauben abfallen kann. Aber so wie ich das verstehe, ist das hier zum Beispiel eine ganz klare Stelle, die beweist, dass auch ein Gläubiger aus dem Buch des Lebens wieder getilgt werden kann, nämlich der, der gegen Gott sündigt. Mose konnte es nicht, weil er war zwar auch nicht perfekt, aber doch in den Augen Gottes gerecht. Während das Volk hier, da wurde das Gericht geübt bei denen, die wirklich diese Schuld begangen hatten. Manche haben auch Buße getan, etwa Aaron, aber andere wurden auch dann von Gott wirklich gerichtet. Ich sehe es nicht so, dass wir von Geburt an in dem Buch des Lebens oder des Lammes stehen, sondern erst nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt zum Herrn Jesus. Manchmal wird behauptet von Geburt und dann wird man vielleicht rausgelöscht, aber das sehe ich nirgends in der Bibel. Sondern dann, wenn jemand abfällt, wird er aus diesem Buch wieder getilgt, hineingeschrieben, also bei der Bekehrung Wiedergeburt und getilgt, wenn er abfällt vom Glauben, wenn er das Heil praktisch verliert. Das ist das Buch des Lammes, das Buch des Lebens. Genauso Daniel 7, Vers 10, da erscheint Gott auf dem Thron, der Menschensohn wird offenbart und dann heißt es, das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Kommt auch in der Offenbarung wieder, da ist die Rede von Büchern. Was ist in diesen Büchern geschrieben? Alle unsere Taten, Worte und Gedanken. Alles, ja. Und deshalb kann kein Mensch vor Gott bestehen, weil wenn wir schon vielleicht nicht in Taten so oft sündigen, dann vielleicht in Worten oder auf jeden Fall auch in Gedanken. Denn ja, die Gedanken, die können auch schon schuld sein vor Gott und Gott liest auch die Gedanken. Aber auch in Werken sind wir schuldig, wenn wir ehrlich sind. Wir sind nicht perfekt, sondern immer wieder anfechtbar. Auch ich und auch jeder von uns. Und in diesen Büchern steht alles drin über unser ganzes Leben. So wie ein Film, heute gibt es ja Filmtechnik, wo alles aufgezeichnet werden kann. Und so gibt es dieses Gedächtnis Gottes, wo alle unsere Stationen des Lebens gespeichert sind. Auch in Lukas 10, Vers 20 spricht der Herr Jesus davon, dass die Jünger nicht darüber glücklich sein sollen, dass sie Dämonen austreiben können, sondern worüber sollen sie glücklich sein? Genau, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich frage jetzt dich, ist dein Name schon im Himmel geschrieben? Hast du den Herrn Jesus schon angenommen? Das ist ganz entscheidend, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Nicht auf Straßenschildern oder sonst irgendwo, sondern im Himmel. Das ist das Wichtigste. Und das geschieht nur, wenn ein Mensch sich vor Gott demütigt, zerbricht vor dem Kreuz und sagt, ich kann nichts bringen, Herr, alles hast du vollbracht. Sei du der Herr meines Lebens, wasch du mich rein durch dein Blut. Offenbarung 20 nun, die deutlichste Stelle zu dieser ganzen Frage nach der Schlacht von Harmageddon, der letzten Schlacht, bevor Jesus dann sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet und dann nach Gog und Magog, das neue Himmel, neue Erde, das ist ganz kurz zusammengefasst, da ist die Rede dann vom Weltgericht. Also bevor der neue Himmel, die neue Erde aufgerichtet sind, ist das große Weltgericht geschildert. In Offenbarung 20, also genau in dieser Reihenfolge kann man das ja lesen, zwischen tausendjährigem Reich, Gog und Magog, und dann vor neue Himmel, neue Erde, da kommt das Weltgericht. Vor dem großen weißen Thron, und da heißt es in Offenbarung 20, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Und da kann keiner bestehen, weil die Werke nicht perfekt sind. Aber entscheidend ist dann der Vers, Offenbarung 20, Vers 15. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also die Bücher der Werke können uns nicht retten, die Werke an sich, sondern
Jesus Christus allein. So wie es auch in Johannes 14 heißt, Vers 6, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das Buch des Lebens, das man da eingeschrieben ist. Und das kommt auch schon wunderbarerweise hier im Alten Testament und auch beim Propheten Maleachi vor. Ein Gedenkbuch und das auserwählte Eigentum Gottes. Das steht in Vers 17, das ist auch wieder ein großes Thema, gerade hier in der Schweiz, mit der Erwählung. Ihr seht, was alles drinsteckt im Wort Gottes, wie konzentriert das ist. In Maleachi 17 lesen wir dann, und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Wen erwählt Gott? Was denkt ihr? Es ist ja ein großes theologisches System oder mehrere entwickelt worden mit dieser ganzen Frage der Erwählung. Warum habe ich hier die Schweiz erwähnt? Ja, gerade im Calvinismus, nicht? Ist ja so ganz kennzeichnet, die einen sind erwählt zum Heil, die anderen zur Verdammnis. Und Gott hat es von Ewigkeit her festgelegt. Es ist ein schwieriges Thema, natürlich spricht die Bibel von Erwählung, ist ja gar keine Frage. Ich habe auch viel darüber gebetet und nachgedacht und endlose Gespräche gehabt, schon seit meiner Bekehrung und Studienzeit über diese Frage. Und nach vielen Jahrzehnten bin ich zu der Erkenntnis gekommen, auch in der Auslegung des Römerbriefs, die liegt auch da drüben aus beim Jeremia Verlag, da ist es ganz ausführlich erklärt. Aber ich will es doch kurz sagen, nämlich, dass es einfach so ist, dass Gott denjenigen Menschen erwählt, von dem Gott zuvor weiß, dass dieser ihn annehmen wird. Habt ihr das verstanden? In einem Satz erklären. Denn in Römer 8 steht praktisch als erstes das Vorauswissen Gottes. Ja, und dann die Vorausbestimmung. Aber erst das Vorauswissen. Und Gott wusste vorher schon, dass Jakob die Heilslinie weiterführen wird und Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufen wird für ein Linsengericht. Das wusste Gott der Herr vorher schon. Gott wusste vorher schon, dass der Pharao sein Herz verstocken würde. Und dann kam es auch so. Und deshalb war der Pharao verworfen, weil Gott wusste das. Aber subjektiv gesehen hätte der Pharao natürlich die Möglichkeit gehabt, anders zu handeln und das Volk Israel ziehen zu lassen. Hätte Esau die Möglichkeit gehabt, als Erstgeborener sein Erstgeburtsrecht zu behalten. Aber Gott wusste, dass er nicht würdig war, weil er es nicht tun würde. Und so hat er Jakob erwählt. Jakob geliebt und Esau gehasst, nicht im gefühlsmäßigen Sinn. So steht es ja im Römerbrief, Kapitel 9. Oder 11, 9, ja, nicht im gefühlsmäßigen Sinn, sondern im Sinne der Auserwählung für die Heilslinie. Es geht ja um die Heilsgeschichte, mit welchen Personen die hauptsächlich geschrieben wird. Und es sind immer wieder gewisse Hauptpersonen, die die Heilslinie fortführen, auch hinter Stammbaum zum Messias Jesus, werden ganz bestimmte Namen genannt. Natürlich gibt es auch viele andere Gläubige, die auch mit dann berufen und erwählt sind, aber Gott gebraucht auch und gebraucht in der Heilsgeschichte immer wieder eben diese Person Abraham, Isaak, Jakob, Josef in dieser Linie, wo es natürlich auch viele tausende andere Menschen schon damals gab oder vielleicht sogar Millionen. Das kann man jetzt nur schätzen, dieser Zeit der Patriarchen. Ja, und Gott weiß auch von dir und von mir im Voraus, ob du den Sohn Gottes, Jesus Christus, im Glauben in das Herz aufnehmen wirst, ob du sein Kind sein werden wirst oder schon geworden bist oder nicht. Und er weiß auch, dieser Mensch wird mich annehmen und der andere wird mich ablehnen. Und deshalb, der ihn annimmt, der ist dann auch erwählt. Also so kann man das relativ einfach erklären und muss da nicht große theologische Systeme draus machen und braucht auch nicht drüber streiten. Es ist Gottes Allwissenheit und des Menschen Verantwortlichkeit, die hier zusammenkommen. Auch wenn Gott es voraus weiß, so ist trotzdem jeder von uns aufgerufen, diese persönliche Entscheidung zu treffen. Das ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung, Komplementarität. Ich habe in der Bibel immer wieder das Prinzip der Komplementarität entdeckt, der Ergänzung und nicht der Gegensätze. Also Gott ist souverän und erwählt und der Mensch trifft die Entscheidung, dass er dieses Gnadenangebot vom Kreuz auf Golgatha annimmt. Soweit zu Vers 17, Maleachi 3, Vers 17, Maleachi 3, Vers 18, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Also es ist ein großer Unterschied, ja letztendlich ein unüberbrückbarer Unterschied zwischen dem Geretteten und dem Verlorenen. Und da gibt es auch wieder einen Psalm, der das ganz besonders zum Ausdruck bringt. Der steht noch weiter am Anfang als der andere, es kann nur einer sein dann, nämlich
Psalm 1. Das ist ja hoffentlich jedem bekannt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht und so weiter. Ich lese jetzt nicht die ganzen Psalmen vor. Also da ist das aufgezeichnet. Das ist auch das Thema des ganzen Psalters, dieser Kontrast. Und genauso im Buch der Sprüche zwischen den Weisen und den Toren. Also die Weisen, deren Gottesfurcht eben am Anfang der Weisheit steht, und die Toren, die den Herrn ablehnen und ohne ihn leben wollen, was aber gar nicht funktioniert, wenn man im Blick auf das Heil und die Ewigkeit betrachtet. Vers 19. Siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ja, der Tag wird kommen, auch wenn die Menschen es verdrängen wollen. Und auch jetzt geschieht so viel und viele verdrängen immer noch den Gerichtszorn Gottes und sagen, wir werden uns schon selber irgendwie helfen durch gewisse medizinische Maßnahmen. Ich will das Thema ja gar nicht diskutieren. Es ist ja auch nicht alles falsch, was gemacht wird, das ist auch klar. Aber wenn wirklich die Sünde die Ursache der Gerichte sind, die über die Welt ergehen, dann hilft eigentlich nur die Umkehr. Die Umkehr wie zur Zeit des Jona. Und deshalb habe ich mal diesen Titel gewählt, wären unsere Städte nur wie Ninive. Ja, wäre Berlin wie Ninive, wäre Frankfurt wie Ninive, wäre Zürich wie Ninive und so weiter. Und auch die Dörfer, würden die Menschen wirklich umkehren, und das fängt ja bei jedem von uns an, dann würde Gott vielleicht noch einmal gnädig sein. Aber da hört man nichts. Im Gegenteil, die Gesetze werden immer noch verschlimmern. Das habe ich gerade gesehen, dass man schon wieder die ganzen Gay-Paraden feiert, nachdem jetzt schon wieder gelockert ist. Also man hat nichts daraus gelernt. Es wird einfach so weitergemacht und sie treiben es noch schlimmer als vorher. Und das steht auch in der Offenbarung vorausgesagt. Obwohl diese Dinge kommen, diese ganzen Gerichtskatastrophen Gottes, taten sie doch nicht Buße über ihre ganzen Sünden, Morde, Dieberei, Unzucht, Lügen und was da alles aufgezählt wird. Und das ist schrecklich, wenn die Menschen so verstockt sind. Ich hoffe, dass wir ja Bußrufer sind in dieser Wüste der Endzeit. Das soll auch diese Endzeitkonferenz dazu dienen. Und dann kommt ein wunderbarer Vers, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und dann heißt es weiter, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Hier sind wir in einer sehr ländlichen Gegend auf dem Hemberg. Man riecht es auch gerade, oder täusche ich mich, ja? Wurde heute Gülle gefahren. Ja, und das hängt ja zusammen, soweit ich weiß, auch mit den Kühen. Aber da kann man sich schön vorstellen, hier auf dem Land, in dieser herrlichen Schöpfung, dass wir herauskommen werden und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Ich habe jetzt keine Kälber, wir haben aber andere Haustiere oder Gartentiere, inzwischen auch Enten und so weiter und Kaninchen und ab und zu kommt auch eine Katze und so weiter zu uns und Nachbarn haben Hunde und die freuen sich alle, wenn die heraus dürfen morgens aus dem Stall, ja, und das Futter suchen wieder und so weiter. Und so wird es auch bei uns sein, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Diese Sonne der Gerechtigkeit. Was könnte das bedeuten, die Sonne der Gerechtigkeit? Da müssen wir natürlich fragen, wo die Sonne vorkommt und gerade auch bezüglich der Eschatologie der Endzeit. Man kann auch fragen, wo die Sonne dann nicht mehr vorkommt, weil sie gar nicht mehr notwendig ist. Gibt es da eine Stelle? Diese irdische Sonne? Diese irdische Sonne ist ja nur ein ganz, ganz schwaches Abbild der Sonne, die praktisch ein Symbol ist für unseren Herrn Jesus Christus. Denn diese irdische Sonne, die ist zwar wunderbar wärmend, werden hoffentlich auch diese Tage genießen dürfen, wenn wir Wanderungen machen. Aber sie hat auch Nachteile und Gefahren. Zum Beispiel, man kann einen Sonnenstich kriegen. Man kann so einen runden Kopf kriegen, wie ich jetzt gerade, nach der langen Autofahrt heute, obwohl ja nicht ich fahren musste, sondern unser Bruder Uwe, dankenswerterweise, mich gefahren hat. Aber diese Sonne kann noch gefährlicher sein. Sie kann auch Hautkrebs auslösen, ja, zum Beispiel, oder Menschen zur Verdurstung führen in der Wüste und so weiter. Das wird aber nicht mehr bei der Sonne der Gerechtigkeit sein. Und dazu
gibt es wunderbare Erklärungen in der Offenbarung ab Kapitel 21, Vers 22. Da heißt es über das himmlische Jerusalem: Einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser Stadt, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und dann heißt es weiter: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und seht ihr sowas auch bei der Schöpfung? Manche sagen ja, es kann doch nicht sein, dass da schon die 24-Stunden-Tage waren am Anfang der Schöpfung, weil ja die Himmelskörper, also Sonne, Mond und Sterne, die wurden ja, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ich muss mal aufschlagen, erst geschaffen am vierten Tag, genau, am vierten Tag, 1. Mose 1, Abvers 14. Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und so weiter. Und dann die großen Lichter, also Sonne und Mond und dann die ganzen Sterne am vierten Tag. Und dann ist aber schon der Rhythmus, 24-Stunden-Rhythmus, ab dem ersten Tag. Aber das heißt es ja, und Gott sprach, es werde Licht. Das war aber nicht das Licht der Sonne. Was war das für ein Licht? Nun, wir hören ja, dass Gott selber Licht ist und das Lamm, die Leuchte. Und Gott hat von seinem Licht einfach das Licht geschaffen, das Himmel und Erde beleuchtet hat von Anfang an. Und dann hat er nach und nach die jetzt sichtbaren Himmelskörper geschaffen. Das glaube ich so, weil es im Wort geschrieben steht, für mich gar kein Problem. Also der Rhythmus war schon da durch das Licht, das Gott schon vor der Existenz irgendeiner Sonne erschaffen hat. So steht es geschrieben. Und so dürfen wir es auch im Glauben annehmen. Und am Ende wird auch diese irdische Sonne, werden alle irdischen, was heißt irdische Sonne, Entschuldigung, die Sonne unseres Universums hier, also unseres, wie heißt es, des Planetensystems und auch aller anderen Planetensysteme weg sein. Es gibt ja nicht nur eine Sonne, ihr wisst ja, unzählige Sonnen und Planeten und so weiter. Aber die werden alle überflüssig sein, weil nämlich Gott selber dann wieder das Licht ist und das Lamm. Nochmals, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet das himmlische Jerusalem und ihre Leuchte ist das Lamm. Und das wird ein Licht sein, das eben nicht mehr schädlich ist, das nur noch heilsam ist. Es wachsen ja auch diese Bäume, wo die Blätter des Lebens genommen werden. Das ist ein Symbol für die ewige Gesundheit. Da wird keiner mehr krank werden, werden wir keine Corona-Maßnahmen mehr brauchen und Ähnliches. Also da wird ewige Freude, Seligkeit und auch Gesundheit sein. Gott selber ist das Licht und die Leuchte das Lamm. Es wird auch keine Nacht mehr sein, heißt es weiter, und die Herrlichkeit der Nationen wird in diese Stadt gebracht werden. Es werden aber nur Gerettete darin sein, aus allen Nationen der Erde, wie wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift lesen dürfen. Und wunderbar, auch in Offenbarung 22, wenn wir das weiterlesen, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baums dienen zur Heilung der Völker. Ich verstehe das so, dass die einfach ja, geheilt sein werden. Nicht, dass die geheilt werden müssen, sondern dieser Baum des Lebens, der wird jetzt ewig, wirklich das ewige Leben schenken, ohne diesen zerbrechlichen Leib, der uns jetzt noch anhaftet. Es wird auch keinen Fluch mehr geben. Die Nächte werden Gott dienen, es wird keine Nacht geben. Ja, und jetzt die letzten Verse des Alten Testaments. Die sind nochmal recht geheimnisvoll, aber nicht unverständlich. Dazwischen muss ich doch mal einen Schluck trinken. Hier heißt es jetzt, letzten drei Verse, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Man kann sagen, hier ist ganz am Schluss der hebräischen Bibel, wie ja die Juden sagen, für die ist es nicht das Alte Testament, ist klar, die hebräische Bibel, aber hier wird nochmal erinnert an die, man kann sagen, zwei größten Propheten und auch Mose als Priester, Mose und eben Elia. Und
das Gesetz des Mose und die Prophezeiungen des Elia. Dazu muss ich aber noch ein bisschen was erklären, dass wir das nicht falsch verstehen. Es gibt ja auch Sekten, die sagen, Elia sei schon gekommen, und ihr Sektengründer, zum Beispiel Brenham, das sei Elia gewesen und danach kommt jetzt direkt Christus, aber der ist auch schon in den 60er Jahren verstorben. Danach gab es tatsächlich eine Abspaltung, wo dann eine Sekte auftrat, die sagte, wir haben jetzt den Christus, der ist aber auch schon wieder gestorben. Also die haben die Welt jetzt nicht gerettet, sondern die sind alle gestorben, ohne wieder aufzuerstehen. Man hat zum Beispiel diesen William Branham überhaupt nicht begraben. Man hat gewartet, glaube ich, einen ganzen Monat lang, ob der wieder lebendig wird, nachdem er einen Autounfall hatte und tot war. Aber das hat nicht funktioniert. Trotzdem gibt es auch da noch Anhänger. Das sei der Elia gewesen oder Johannes der Täufer, der am Ende kommt. Aber so ist es hier nicht zu verstehen. Ich denke, Mose und Elia, die kommen im Sinne der zwei Zeugen wieder. Und das wird man dann wirklich erkennen, wenn das die Echten sind. Aber ich muss euch sagen, liebe Geschwister, ich habe schon mindestens 10 Personen kennengelernt, die gesagt haben, sie seien die zwei Zeugen. Einmal haben mich welche besucht, der eine war 90, der andere so um die 20. Sie seien die zwei Zeugen und ich soll bei ihnen mitmachen. Da habe ich gesagt, das geht nicht, dann wären wir ja drei Zeugen. Ja. Nein, also, aber das ist wirklich passiert. Da hat aber in dem Moment uns Gott den Bruder Thomas Ebert geschickt, meinen jetzigen Chef, und der hat uns aus dieser Situation, meine Frau und mich, da herausgeholt. Da haben wir die alle dann freundlich verabschiedet und gesagt, kehrt um von diesem Irrweg. Ihr habt euch verführen lassen, ihr seid ganz normale Menschen, ihr seid keine Propheten. Das hat man einfach gemerkt durch die ganzen falschen Lehren, die die verkündet haben. Aber deshalb lasst euch nicht betrügen. Aus der Schweiz rief mich mal eine Frau an, ich bin die Sonnenfrau, kommen Sie in die Schweiz, auf unserem Berg, da scheint immer die Sonne. Ich bin die Sonnenfrau aus Offenbarung 12. Da habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass Sie die Sonnenfrau sind, die kommt vom Himmel oben und so weiter. Und also ja, also es gibt auch da manchmal einen Größenwahn und auch viele falsche Christus sind falsche Propheten, gerade in der Endzeit, in vielen Ländern oder überall, denke ich auch. Ja, aber die wirklichen, sage ich mal, Mose und Elia, die werden auftreten, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Warum jetzt Mose und Elia? Manche sagen ja, das mosaische Gesetz, das ist ja alles vorbei. Das hat uns ja nur den Spiegel vorgehalten für unsere Sünde. Ja, das ist richtig. Aber das Gesetz an sich ist heilig, gerecht und gut, schreibt auch der Apostel Paulus im Neuen Testament in Römerbrief Kapitel 6. Also was Mose offenbart wurde von Gott, ist heilig, gerecht und gut. Es hat den Messias vorbereitet. Die ganzen Opfer- und Sühnegesetze, das ist alles die Vorbereitung auf das Kommen des Messias Jesus Christus. Aber nachdem er gekommen ist, braucht es keinen Tempel mehr, keinen sichtbaren Tempel. Und deshalb ist der Tempel auch zerstört worden, 40 Jahre nach seiner Kreuzigung. Und steht bis heute keiner. Diese Zeremonialgesetze können deshalb nicht ausgeführt werden und sind auch jetzt überflüssig, nachdem der Herr da war. Aber die moralischen Gesetze, ich sage es mal so jetzt kurz gefasst, zum Beispiel nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis schwören, den Namen Gottes nicht verlästern und so weiter, den Namen Gottes heiligen und so weiter, keine anderen Götter haben. Alles das gilt natürlich nach wie vor, etwa die 10 Gebote. Und Diebstahl ist nach wie vor falsch. Unzucht in jeder Form ist nach wie vor Sünde. Und Ehebruch und Diebstahl und was auch immer oder Lüge. Das gilt nach wie vor. Und deshalb das Gesetz Moses oder besser Gesetz Gottes durch Mose, das gilt auch für uns, wenn auch wir jetzt die Kraft haben, diese Dinge durch Jesus Christus, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, zu halten. Der Mensch ohne den Herrn, der müht sich aus eigener Kraft ab und muss dabei verzweifeln. Aber wenn der Herr in uns wohnt, dann können wir das mit Freudigkeit tun, dass wir die Gebote Gottes einhalten. Wir sind dann trotzdem nicht perfekt, wir können immer mal wieder versagen, aber dann haben wir auch Vergebung, wenn wir wirklich ernsthaft Buße tun vor dem Herrn, ihn wirklich um Gnade bitten und um Reinigung. Gedenkt an das Gesetz Moses. Das Wort Gottes in seinen guten Geboten sollen und dürfen wir ernst nehmen und auch verteidigen gegen einen antichristlichen Zeitgeist in dieser Endzeit. Und wir sollen an der Gesetzlosigkeit der Welt nicht teilhaben. Zum Beispiel sollte es eben auch in Gemeinden nicht geduldet werden, dass Pärchen unehelich zusammenleben, ja, und dass ein Wildwuchs ist, dass der Zeitgeist mühelos durch die Gemeinde marschiert und die Musikstile immer weltlicher werden, die Mode immer unkeuscher und so weiter und so fort. Also auch da sollten wir einfach wachsam sein in unseren Gemeinden und auch rechtzeitig warnen.
Mose, er steht als Vertreter für die Tora, für das Gesetz Gottes. Elia steht als größter der Propheten neben Mose hier am Ende des Alten Testaments. Und diese beiden, das erkennt man, wenn man Offenbarung 11 liest, sind im gewissen Sinn wieder vorhanden in den zwei Zeugen. Wie kann ich das behaupten? Nun, in Offenbarung 11 heißt es, ab Vers 3, Gott spricht, ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch, also Zeichen der Buße. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Nun, die kommen auch vor bei Sahaja, Zerubabel und Josia. Also es gibt vielfältige Erfüllungen in diesen zwei Zeugen. Nicht nur die Funktion von Mose Elia, auch hier beim Wiederaufbau des Tempels, Josia und Zerubabel. Das sind diese zwei Ölbäume, die da ausdrücklich auch erwähnt werden. Was tun die? Wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. So wie es in 1. Könige 18 beschrieben wird, wo die Baalspriester gerichtet werden vom Herrn. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Das ist genau das, was Elia getan hat. Ja? Er hat gebetet, es hat nicht geregnet. Und als er dann wieder betete, nach, ich glaube, 3 oder 3,5 Jahren, dann hat Gott wieder Regen geschickt. Und sie haben auch Vollmacht, heißt es weiter, über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Das ist das, was Gott, der Herr, durch Mose gewirkt hat. Die Gewässer in Blut verwandeln. Also sehr deutlich, ja, diese Zusammenhänge, auch wenn die Namen hier nicht stehen, aber die Taten weisen sie aus, sodass wir erkennen, aha, in der Funktion und Macht eines Mose und Elia kommen diese zwei Zeugen und auch eines Zerubabel und Joshua. Und dann, ihr könnt ja mal das ganze Kapitel Offenbarung 11 lesen, da wird noch viel anderes gesagt, dass sie getötet werden und wieder auferweckt zum Himmel fahren und dass danach dann die letzte Posaune erschallt mit der Verwandlung der Gläubigen, wo die Heiligen ihren Lohn bekommen. Wahrscheinlich dann auch der Zeitpunkt der Entrückung in diesem Zusammenhang, Offenbarung 11, bei der siebten oder letzten Posaune, wie es auch in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 steht. Ich habe mal geschaut, was ein anderer Bruder, Dr. John MacArthur, in seiner Studienbibel zur Offenbarung 11 schreibt, zu diesen zwei Zeugen. Das möchte ich mal noch jetzt gegen Ende dieser Predigt zitieren. Er sagt Folgendes. Es ist zwar unmöglich, dogmatische Aussagen über die Identität dieser beiden Zeugen zu treffen, doch mehrere Beobachtungen legen nahe, dass es sich um Mose und Elia handeln könnte. Erstens, wie Mose schlagen sie die Erde mit Plagen und wie Elia haben sie die Macht, den Regen zurückzuhalten. Zweitens, die jüdische Überlieferung erwartete, dass in der Zukunft sowohl Mose als auch Elia wiederkommen. Drittens, Mose und Elia erschienen bei der Verklärung Jesu, die eine Vorausschau war auf Christi Wiederkunft. Da wird es ausdrücklich genannt. Viertens, sowohl Mose als auch Elia forderten mit Hilfe übernatürlicher Mittel zur Buße auf. Fünftens, Elia wurde lebendig in den Himmel entrückt und Mose wurde von Gott an einem unbekannten Ort begraben. Und sechstens, die Dürre, die die zwei Zeugen erwirken, ist genauso lang wie die Dürre, die Elia herabrief, nämlich 3,5 Jahre. 3,5 Jahre sind es. Also sehr interessante Parallelen, sodass man es also kaum bestreiten kann. Nun, ob jetzt wirklich Mose und Elia in Person wiederkommen, das mag dahingestellt sein. Interessant ist, wenn man da betrachtet, Johannes der Täufer, der ja auch eine Erfüllung war, dieser Prophetie des kommenden Elia. Er hat abgelehnt, dass er Elia ist, in Person. Und zwar in Johannes 1,21, ich bin es nicht. Aber gleichzeitig heißt es in Lukas 1,17, dass er im Geist und Kraft des Elia gewirkt hat. Also keine Wiederverkörperung im Sinne etwa fernöstlicher Religion, sondern im Geist und Kraft. Und deshalb denke ich persönlich, es werden einfach zwei Propheten sein, die in diesem Geist, in dieser Kraft eines Mose und Elia, auch eines Jeschua und Zerubabel wirken werden, also in dieser ganz besonderen Vollmacht. Ja, vielleicht erleben wir es ja noch mit. Wir leben in einer spannenden Zeit, wo sich vieles zuspitzt. Und dann der letzte Vers des Alten Testamentes. Ein etwas erstaunlicher Schluss, sage ich mal, ja, für das Alte Testament hier. Er wird das Herz der Väter
den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und hier geht es jetzt speziell um den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird es sein, der das Herz der Väter, den Kindern, das Herz der Kinder mit ihren Vätern zuwendet. Oder Gott wird es durch ihn tun. Nun, als der Herr Jesus auf Erden wandelte, er sagte in Matthäus 10, ist es uns überliefert, Vers 34 bis 36, ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert. Und das verstehe ich so, dass hier Entzweiung ist, auch mitten durch die Familien hindurch, wenn der eine Teil gläubig ist und der andere Teil nicht. Und wenn jemand ungläubige Familienmitglieder hat, ich glaube wahrscheinlich fast jeder von uns wird das wissen, viele gehen gern zum Gottesdienst, ein oder zwei vielleicht nicht so gern oder gar nicht. Und das ist immer sehr schmerzlich. Machen irgendwelche weltlichen Dinge in der Zeit und wie auch immer. Man kann dann nur geduldig sein, beten, freundlich einladen, vor allem auch den Glauben vorleben. Anpredigen bringt oft gar nichts. Ja, immer wieder liebevoll als Christ sich verhalten und wenn man doch versagt hat, um Vergebung bitten auch. Denn perfekt sind wir auch da nicht. Nur am Ende wird hier, wird es gesagt, der Prophet Elia auftreten und das Herz der Kinder, den Vätern und umgekehrt also auch die Herzen gegenseitig zuwenden, sodass diese Konflikte aufhören. Das heißt, es wird eine Zeit des Friedens sein, der Versöhnung, der Liebe, die kommen wird. Und das wird ansatzweise, so verstehe ich das Wort, schon im tausendjährigen Reich sein, wenn Satan gebunden ist, aber dann vollends im himmlischen Jerusalem, wo wirklich keine Träne mehr geweint wird, kein Herzeleid mehr ist, auch nicht bezüglich Generationenkonflikten. Heute verstehen oft einander die Generationen kaum noch. In Gemeinden gibt es ja oft Seniorenarbeit und Jugendarbeit, aber oft haben diese Kreise gar keinen Kontakt miteinander. Die Senioren machen ihre Sachen und die Jugend, das ist alles so weit auseinander von den Interessen und so weiter. Deshalb finde ich gut, ich will unsere Jugend da jetzt nicht loben, aber dass die ab und zu mal die Senioren einladen und für die einen Gottesdienst machen, sie bewirten oder besuchen, das ist wunderbar, wenn auch hier die Kontakte bestehen bleiben zwischen alten und jungen Menschen. Dass man da nicht verschiedene Gruppen in der Gemeinde noch sich auseinanderreißen lässt, sondern wir sind ja als Christen alle eine Familie, alle, die den Herrn Jesus liebhaben und wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Ja, und dann, wenn der Messias kommt und sein Reich errichtet, dann wird das Land nicht mehr mit dem Bann geschlagen, es wird erneuert sein und dann wird die ewige Freude und Seligkeit erreicht sein. Das wird also wunderbar sein. Ich hoffe, wir alle erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit Freuden, sind gereinigt durch das Blut des Lammes, eingetragen im Gedenkbuch Gottes, im Buch des Lebens. Wenn es jemand noch nicht ist, lässt sich eingeladen, diesen Schritt auch während dieser Tage zu tun, sodass wir alle einmal im himmlischen Jerusalem uns wiedersehen dürfen. Ich möchte schließen mit zwei Gedichten. Das sind an sich Lieder, die ich mal geschrieben habe. Ich möchte euch das als Gebet praktisch am Schluss hier vorlesen. Das erste ist also kein Gebet, sondern ein Lied. Das zweite ist ein Gebet. Wenn keiner damit rechnet, wird er kommen, so plötzlich wie ein Dieb in dunkler Nacht. Sind wir dann auf sein Kommen vorbereitet und haben wir für ihn gewacht? Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht heute, nicht einer weiß die Stunde, weiß die Zeit. Doch eines ist ganz sicher, er wird kommen, so halten wir das Öl bereit. Jetzt gibt es viele Kriege, Katastrophen, doch alles das beendet unser Herr. So lasst uns fröhlich hier schon für ihn wirken und alles tun zu seiner Ehr. Und das zweite ist jetzt ein Gebet. Jesus, wenn du wiederkommst, wird dich jeder sehen. Dann wird auch der Zweifler wach und bleibt staunend stehen. Wer dich hier verleugnet hat, den kennst du dann nicht. Doch wer fest zu dir sich hält, folgt dir nach ins Licht. Jesus, wenn du wiederkommst, dann kommst du mit Macht, wie der Blitz vom Himmel fährt in die schwarze Nacht. Und die Toten stehen auf, treten vor den Thron. Wer im Buch des Lebens steht, der hat ewigen Lohn. Ja, Herr Jesus, komme bald, diese Welt vergeht. Stelle über Hass und Krieg deine Majestät. Keine Krankheit wird mehr sein, keiner mehr, der weint.
wenn dein Volk im Frieden lebt, ganz mit dir vereint. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten und soweit es möglich bitte ich euch dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du bald wiederkommst. Die Zeichen der Zeit mehren sich und so bitten wir dich, lass uns bereit sein für deinen Tag. Lass diese Tage auch dazu dienen, uns zuzurüsten, dass unser Glaube stark wird und auch im Feuer der Verführung und Verfolgung bestehen kann. Sei mit jedem Einzelnen von uns und behüte uns auf dem schmalen Weg. Amen.